Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk on the Edge. Ja, in der letzten Folge haben wir von Neu-London erfahren, dass wir keine Nahrung mehr bekommen, bis wir eine Lieferung für sie wegschicken. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, denn wir sind ein bisschen abhängig davon. Aber wir haben einen Außenposten gefunden, und zwar ist das hier Hot Springs. Und wir haben jetzt mit Hot Springs werden wir jetzt so einen Handelsposten aufbauen. Jetzt haben wir auch einen bekommen, genau, richte einen Handelsposten in Hot Springs ein. Das werden wir dann können wir mit denen handeln und dann können wir eben von denen dann Nahrung bekommen. Das heißt, jetzt sind wir von Neu-London ein bisschen unabhängiger. Das ist schon mal nicht schlecht. Und was wir auch noch was erforscht, und zwar haben wir erforscht hier die gemischten Teams. Das ist schon mal nicht schlecht, denn die gemischten Teams bringen uns Folgendes. Wir können dann wir können hier jetzt in unserem Außenlager oder Armeelagerhaus, so heißt es, beides gleichzeitig abbauen lassen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich super. Denn das brauchen wir auch, denn wir müssen ja unsere Lieferungen nach wie vor machen. Einzig, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, oder nicht ein bisschen, sondern ziemlich Sorgen bereitet, ist, dass wir wieder so viele Kranke haben und dass wir 39 hungrige Leute haben. Aber unsere Nahrung sollte in einer Stunde wieder da sein. Das heißt, wir können dann ein bisschen Rohnahrung wieder in normale Nahrung umwandeln. Und ich würde sagen, in diesem Sinne werden wir hier jetzt Notfallschichten veranlassen, auch wenn die durch die Unzufriedenheit steigt. Aber wir müssen unbedingt Essen machen. Wir brauchen unbedingt Essen. Wir sehen hier schon auch, jetzt gehen auch schon die Hungrigen runter. Und wir haben auch schon einen Toten. Tod durch Überarbeitung. Ja, setzt die Notfallschichten, die wir heute aus, brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt sowieso unsere Hungrigen zurzeit einmal versorgt. Die anderen 12 oder ja, wie es dann immer sind, können wir dann morgen dann machen. Und oder jetzt geht die sowieso runter. Und wir bekommen ja hier auch dann bald in 17 Stunden wieder Essen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben Baracken erforscht. Die werden wir natürlich jetzt dann auch gleich aufstellen, weil wir hier sehen, wird's kälter. Wir brauchen unbedingt Baracken. Das heißt, wir müssen hier unbedingt Baracken aufstellen. Ich bin gerade überlegen, ob wir nicht den Außenposten hier verlagern, hier rüber, um einfach dann auch das Holz hier nochmal mitzunehmen, denn ich glaube, woanders bekommen wir, glaube ich, gar kein Holz her. Ne? So, dann sollen die das mal abbauen. Oh, jetzt wird's kälter. Jetzt wird's kälter. Hohe Unzufriedenheit. Sir, unsere Bewohner und Einwohner sind unzufrieden. Sie streiten und beklagen sich. Sollten wir vielleicht Neu-London um Hilfe bitten? Ja, sollten wir. Wir benötigen mehr Leute. Müssen wir dagegen eine steigende Unzufriedenheit tun? Okay. Wir bekommen jetzt ein neues Gesetz von denen. Ich hoffe, wir... Ein Wirtshaus. Das ist natürlich nicht schlecht. Um eine konstruktive Nutzung unserer Freizeit zu fördern und die langfristige Zufriedenheit unserer Leute zu stärken, entwickeln unsere Spitzenwissenschaftler ein spezielles Unterhaltungsprogramm. Bis zur Fertigstellung wird vorübergehend ein Wirtshaus eröffnet. Das ist natürlich super, wenn wir ein Wirtshaus bekommen. Und wir können die Leute dann am Abend was trinken gehen. So. Wirtshaus kostet 20 Holz und 10 Stahl. Und jetzt werden wir Autopath Hot Springs erreicht. Können wir jetzt... Sehr schön. Jetzt können wir das da machen. Können wir jetzt mit denen kommunizieren? Oder was kann ich jetzt machen irgendwie? Bevölkerung 35, wird keine Lieferung zum Versenden. Ich frage mich gerade, was ich mit denen machen kann jetzt. Hier zum Transportdepot. Selbstversorgung. Sir, die Leute jubeln über das Nahrungsabkommen mit Hot Springs. Jetzt stehen wir zwar in Hot Springs Schuld, aber die begleichen wir, wie es für uns am günstigsten ist. Okay. So, was können wir jetzt machen? Können wir jetzt mit Hot Springs kommunizieren, oder? Ah ja, keine Lieferung zu versenden. Unterkünfte, Nahrung. Was können wir jetzt hier machen? Die wollen nichts von uns, oder wie zurzeit? Keine Lieferung zu versenden. Okay, ja, vielleicht erfahren wir dann noch was. Ah ja, hier. Hot Springs, Grüße. Ihre Leute haben gute Arbeit beim schnellen Aufbau des Handelsdepots geleistet. Jetzt können wir uns gegenseitig unterstützen. Wir schicken ihnen unsere Nahrungsüberschüsse. Falls sie uns mit Rohstoffen unterstützen, die wir zum Ausbau unserer Siedlung benötigen, können wir ihnen noch mehr Nahrung liefern. Wir wären für Unterstützung beim Hausbau und bei Gesundheitsversorge dankbar. Okay. Das ist großartig. Sehr schön. Jetzt können wir denen was schicken, oder wie? Okay, 30 Holz und 50 Stahl. Wenn wir denen schicken, dann bekommen wir von denen Essenslieferung. Und die erste Essenslieferung ist auch schon unterwegs von Hot Springs.
Sehr schön, dann können wir unsere Leute ja endlich versorgen. Ich glaube, jetzt kann ich hier mal die Leute da rausnehmen und wieder in die Forschung reinsetzen. Und ich habe schon wieder ein paar Kranke. Aber stimmt, die waren ja hier. Da waren ja noch ein paar Kranke drin. Und das Handelsding, da haben wir abgebaut. Dann werden wir jetzt hier das neue Rohstoffdepot hinstellen. Und zwar war das unter Sammelstelle, das wollte ich, genau. Dann sollen die da hier mal die restlichen beiden Holzvorkommen bauen. Und ich merke gerade, wir brauchen wahrscheinlich ein Sägewerk. Wir werden ein Sägewerk brauchen. Wir müssen da hinten das abbauen. Das ist unser neues Ziel. Ändert sich immer so ein bisschen das Ziel. Das muss man immer ein bisschen abwägen, was man jetzt am besten braucht. Und in dem Fall brauchen wir jetzt einfach ganz dringend ein Sägewerk. Sonst geht uns das Holz aus. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir kein Holz mehr haben. So, hoffentlich kommen die in 4 Stunden, sind die da. Dann sollten wir wieder ein bisschen Nahrung bekommen. Versprechen wir, ja, okay, gut, das habe ich leider jetzt gebrochen. Wollte ja eigentlich warme Unterkünfte zur Verfügung stellen. 100 sind hungrig, ja, ich mache das schon. Geben Sie allen was zum Essen. Das bekomme ich gleich hin. Und gleich ist die Nahrung da. So, Neu-London, wir gratulieren Ihnen zur Entdeckung und zur Kontaktaufnahme in einer weiteren Siedlung. Ihre Nutzpflanzen werden zu unserer Ernährungssicherheit beitragen. Wir müssen Sie allerdings daran erinnern, dass alle auswärtigen Beziehungen sowie das Netzwerk der Nahrungsverteilung direkt von Neu-London organisiert werden. Brechen Sie daher unverzüglich den Kontakt zu Hot Springs ab und händigen Sie uns den Erhalt rohen Ernten ein. Das ist ein Skandal. Das will ich nicht machen. Ich will mit denen nicht ab. Will ich nicht. Okay, jetzt sind die angekommen. Ja, ich glaube, wir werden uns gerade so ein bisschen von Neu-London absagen. Oder lossagen, so heißt es ja eigentlich, ne? Die Einwohner haben genug. Sir, die Leute rebellieren. Sie weigern sich, den Anordnungen Neu-Londons Folge zu leisten. Der Mob ruft, keine Herren mehr und genug ist genug. Eine Mitarbeiterin schwingt ihre Hacke durch die Luft und schreit, verdammte Bastarde. Die behandeln uns wie Dreck, misshandeln unsere Kinder und jetzt wollen sie, dass wir noch unsere letzte Hoffnung auf Überleben aufgeben. Nie und nimmer. Der Mob hat die Angestellten aus dem Büro des Außenpostenadministration getrieben. Sollen wir eingreifen und den Angestellten die Reise nach Neu-London ermöglichen? So, nein, schickt sie zurück. Ja, sag unseren Leuten, dass sie einlenken sollen. Nee. Ich sage mich jetzt los von Neu-London. Wir werden sie jetzt zurückschicken. Denn wir wollen Neu-London nicht weiter versorgen. Beziehungsweise nicht so in dem Fall. Ne? So, die warten schon wieder. Das heißt, dann schicken wir die mal hier hin. Falsch. Auswählen. Wo sind sie denn da? So. Sehr gut. Dann können die gleich wieder weitergehen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Irgendwo ist schon wieder was. Da. Verräterischer Abschaum. Ihr Außenposten wird jetzt offiziell aufgegeben und nach ihrer Ankunft werden sie alle wegen Verrats angeklagt. Sie haben 3 Wochen Zeit, uns von ihrem Sinneswandel zu überzeugen, falls sie loyale Bürger Neu-Londons zu bleiben gedenken. Nach Ablauf dieser Zeit werden wir sie in Handschellen zu uns transportieren und dann möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Neu-London, Ende der Durchsage. Blödsinn. Kann mich mal. Ich will mich lossagen von euch, meine Lieben. Denn ich habe genug von eurer Sklaverei. So, was haben wir hier? Auf Suche nach Hilfe beim Frostland. Jetzt, wo der Nachrichtenaustausch abgebrochen ist, gibt es für uns keine Zurück mehr. Auch dann nicht, wenn sich unsere Einwohner beruhigen und es sich mit der Unabhängigkeitserklärung anders überlegen. Wir können uns nur darauf vorbereiten, der möglichen Strafexpedition, die von Neu-London kommen wird, die Stirn zu bieten. Dafür werden wir viel mehr Männer und Rohstoffe brauchen. Lasst uns also nach mehr Einwohner im Frostland suchen. Vielleicht gibt es ja weitere Siedlungen wie Hot Springs. Es wäre auch gut, sie um Hilfe zu bitten. Okay, bitte Hot Springs um Hilfe, versorge alle Hungrigen. Okay, wir sollten das mal machen. Schwierige Zeiten. Strenge Worte wurden ausgesprochen, rücksichtslose Entscheidungen getroffen. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, das Frostland zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass wir dort andere Einwohner finden. Alleine haben wir nämlich keine Chance gegen Neu-London. Davon abgesehen können wir lediglich auf ihren nächsten Zug warten. Ja, dann können wir auf ihren nächsten Zug warten. Aber ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir uns von Neu-London sozusagen losgesagt haben. Denn
ich will mich da nicht so ja, knechten lassen von denen. Und ich möchte eigentlich unabhängig sein. So, jetzt müssen wir noch die. Jetzt hoffen wir, dass dann die gleich mal. Gleich müsste wieder Arbeitszeit losgehen. Ich glaube, um 8 geht's los, ne? Mit der Arbeitszeit. Und wir brauchen unbedingt eine neue Forschung. Wie ich gesagt habe, wir müssen unbedingt das Siegerwerk erforschen. Das machen wir dann morgen, wenn jetzt dann die Arbeitszeit losgeht. Dann, so, jetzt werden wir hier ein paar Leute rausnehmen. Und, steht es wieder vergessen. Und hier reinsetzen. So. Und dann starten wir auch gleich die Forschung fürs Sägewerk. Denn das brauchen wir ganz dringend. Und hier können wir nochmal 10 Leute reinsetzen. Wir können hier schon mal das restliche Holz abbauen. Und dann werden wir wirklich mal anfangen mit ein paar Baracken. Ne? So, jetzt soll es eigentlich... Jetzt geht's Essen wieder nach oben. Und die Hungrigen sind auch weg. Sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir jetzt passiert? Irgendwas ist schon wieder passiert. Sind wir frei, da Neu-London nun keine Kontrolle mehr über unsere Geschäfte hat, meinen viele unserer Einwohner, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben frei sind, frei zu fühlen. Es stimmt schon, wir haben deren Führung und Unterstützung verloren, aber Unabhängigkeit gewonnen. Wir müssen nicht mehr darum betteln, Suppe kochen zu dürfen. Wir können jetzt unsere eigenen Gesetze beschließen und entscheiden, was zu tun ist. Es gibt einen Antrag, den Namen unserer Siedlung zu ändern, da wir nicht länger ein Außenposten sind. Sollen wir das tun? Ja, legen wir los. Geben wir uns einen anderen Namen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Also Frostcom war eh ganz nett. New Bradford. New Bradford ist ein guter Name. Unsere eigene neue Siedlung. Jetzt können wir auch, glaube ich, eigene Gesetze erlassen. Ja, das ist gut. Ich würde ja ganz gerne das da irgendwie zurücknehmen. Radikale Behandlung. Zusatzrationen für Kranke. Pflegeheim. Ein Pflegeheim wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Werden in speziellen Heimen und das Frage, was wir am besten machen. Kampfarena ist halt gefährlich, weil da können sich die Leute verletzen. Was haben wir hier? Suppe. Neue Rezept Suppe. Hoffnung sind gleich. Achso, ja, das ist die Suppe. Das ist alles nicht so optimal. Schnaps. Sie können Einwohner gegen nicht etwas Alkohol geben und ihre. Ja, das klingt gut. Lass mal. Die Arbeiter erhalten jeden Tag etwas Alkohol. Ein schönes Besäufnis hat mir wirklich gefehlt, ja. Ich denke, das macht in so einer Zeit sicher auch mal ein bisschen Spaß, sich mal wieder nicht zu betrinken. So, jetzt stellen wir mal ein Wirtshaus hin. Aber da glaube ich, brauche ich auch Angestellte, ne, fürs Wirtshaus. Da müssen wir unbedingt Baracken hinstellen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber die brauchen wir ganz dringend. Dann, ja gut, da wird es ein bisschen wärmer, dann wird es wieder kälter, nochmal kälter. Minus 40 Grad geht gerade noch so, glaube ich. Aber die bauen eh schon ordentlich Holz ab und unser Sägewerk wird ja auch schon erforscht, ne? Von dem her, das sollte eigentlich passen dann. Von der Kohle her sieht es eigentlich auch noch ganz passabel aus. So, was ist eigentlich mit dem letzten Hungrigen da? Kann der nicht was essen? Der wird wahrscheinlich noch arbeiten sein. Sägewerk erforscht. Sehr geil. Das feiere ich gerade. Sägewerk ist eine ziemlich gute Erforschung. Wenn wir hier hinstellen. Und so, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Bäume niedergesäbelt. Aber okay. Shifts over. Jetzt wird es dann auch gleich wieder wärmer. Gut. Die sind noch unterwegs. Und bitte Hot Springs um Hilfe. Wie kann ich denn Hot Springs um Hilfe bitten? Gar nicht. Okay, ja. Die Hoffnung steigt. Sehr gut. Schon wieder so ein Haufen Kranke. Dann werde ich die mal hier rausnehmen. Und hier reinsetzen, damit wir ein paar Leute wieder erforschen können. Also wir heilen können. Überlebende, natürlich. Boah, gleich die erste. Gleich den ersten Ding und dann haben wir ein paar Überlebende gefunden. Das heißt, wir brauchen für die jetzt auch noch ein paar Wohnungen. Und hier brauchen wir ein paar Arbeiter. So, den da können wir hier rausnehmen. Und die Frage ist natürlich, ob wir jetzt die Sammelstelle. Die könnten wir eigentlich auch wegmachen, weil die brauchen wir ohnehin jetzt nicht mehr. Wirtshaus gebaut, sehr schön. Endlich ein Wirtshaus.
wenn die Leute saufen gehen, Hoffnung steigt. Jetzt bin ich schon ein bisschen optimistischer wieder, dass das was Ordentliches wird hier. Freut mich wirklich sehr. Dann setzen wir hier mal ein paar Leute rein. Das kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Und jetzt werde ich dann echt, glaube ich, meine Baracken dann bauen. Jetzt habe ich dann, glaube ich, genug Material, um Baracken zu bauen. Ja, jetzt bin ich wieder guter Dinge, dass das Ganze was wird hier. Und Hot Springs werden wir jetzt dann auch mal ein bisschen was schicken, um einfach auch wieder Nahrung zu bekommen, ne? So, 38. Dann schicken wir Hot Springs gleich eine Lieferung, oder? Oder baue ich eine Baracke vorher? Wie viel kommen denn da an? Da kommen 31 Leute. In die Baracke passen 10 Personen. In die Baracke passen 10 Personen rein. Das heißt, wir brauchen 4 Stück davon. Das sind 60 Holz und 40 Stahl. Wir können zumindest jetzt mal eine bauen, oder zwei bauen. Die werden wir jetzt mal hier hinstellen. Grenzt nicht an einer Straße an, das ist mir egal. Aber ich habe kein Holz, ne? Eieiei. Aber gleich habe ich wieder Holz. So, dann haben wir zumindest mal für die was. Nahrung haben wir noch eigentlich ganz passabel, würde ich mal so behaupten. Jetzt haben wir 2. Und dann werde ich noch... Da haben wir auch schon wieder 3 Dampfkerne. Oder Freizeit. Oder fertig mit dem Arbeiten. Die Frage, jetzt haben wir noch ein Zelt, können wir noch hinstellen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch irgendwo ein Zelt platzieren. Das stellen wir noch hier hin. Dann fehlt uns eine Unterkunft, glaube ich, oder? Weiß ich, fehlt uns eine? Ja, eine fehlt uns dann. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich... Warte mal, wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4. Das sieht man irgendwo da unten, ne? Oh, wir haben schon einen amputierten. Da bei der Wirtschaft sieht man das, glaube ich, ne? Das sieht man, genau, da, Unterkunftsverhältnisse. Wir haben sogar 25 freie Betten. Also wir haben jetzt 75 von 75 und wir haben 25 freie Betten. Es kommen aber 31 Leute. Das heißt, wir brauchen noch ein Zelt oder eine Baracke oder irgendwas. Da haben wir natürlich ein paar Obdachlose. Die werden wir dann morgen versorgen. So, die warten jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir mit denen hier hin und lassen uns da noch was holen von denen. Vielleicht finden die noch ein bisschen Holz. Das wäre natürlich super. Aber es sind alle... Es haben alle... Ah, genau. Das war das letzte Gebäude, das noch gefehlt hat. Dann können wir nochmal eine Sanitätsstation aufbauen, glaube ich. Ein Kranker ist okay. So, dann können wir auch jetzt hier wieder besetzen, weil da waren nämlich ein paar Arbeiter dabei. Und ein paar Ingenieure. Und das können wir voll besetzen. Das ist auch ziemlich nice. Und dann können wir auch mal schauen, was wir als nächste erforschen. Und ich würde sagen, das dürft ihr mir dann reinschreiben, sollte es Kommentare dazu geben, was wir als nächste erforschen. Sägewerk oder Kohlegenerator wäre natürlich auch nicht schlecht. Heizung, Feuerstellen, weiß nicht, könnte man auch gebrauchen. Und mehr Speer wäre sicher auch nicht schlecht. Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Also Kohlegenerator, Aufrüstung, Sägewerk, mehr Speer. Schreibt mal rein, was ihr erforschen würdet. Und oder ein Krankenhaus. Dafür müssten wir aber das daher machen. Und ja, ich würde sagen, das war's für den Teil mal. Wir sehen uns im nächsten Teil. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Und tschüss und ciao. Wollt ihr in Zukunft keine Videos zu Frostpunk oder anderen Spielen mehr verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich versorge euch dann mit dem Rest. Jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.